Meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu dem zweiten Teil mit Chris in Tokio. Ja, wir haben den ganzen Morgen schon viel zusammen gemacht. Wir waren in dem Team Lab Museum in Tokio. Das ist ganz bekannt, ganz neu, modern. Das ist einfach so, wo alle Sinne aktiviert werden. Das ist mit Glitzerräumen, was man vielleicht aus Instagram kennt. Auf jeden Fall ein Museum für junge Leute. Und da waren wir jetzt schon in dem Teil vorher. Und jetzt geht es weiter mit Eagle Café und richtig Japan Tokio. Und wünsche euch hiermit auch ganz viel Spaß. Wenn ihr das Video davor noch nicht gesehen habt, dann drückt euch gerne noch in den Teil davor. Und sonst ganz viel Spaß mit diesem Video hier. Weißt du, wo wir jetzt hingehen? In ein Eagle Café. Eine Stunde 60 Minuten. Da, wo wir Igel füttern können. Ich hätte gesagt, das ist Tierquälerei. Diese armen Igel. Ja. Die da. Das schauen wir uns von besser als widerlich. Wenn die in Deutschland auf der Straße überfahren werden. Das findest du gut? Nee, aber da sind sie wenigstens in der Natur. Ja, aber jetzt haben sie eine Influencerin, Andrea, da, die sagt, oh, Igel. Ich habe auch Angst vor den Würmern, ne? Weil die fressen ja Würmer. Ja, der hat doch gesagt, also die stinken auf die Würmer. Den wir getroffen haben, den man kennt. Ach, schau mal, das ist noch der Tokyo Sky Tree. Wir sind da im Eagle Café in Tokio. Ja, ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt, nicht, dass die alle in so Mini-Aquarien drin sind oder Terrarien. Okay. Oh, he wants to eat it. Yeah. So you can tease it and move its face as you want. Okay. And take cute photos. Oh Gott, der Arme. Bist du der Arme? Du musst ihn, hallo, erst, man sollte ihn noch ein bisschen, er hat ihn schon gegessen. Ach so, der hat ihn schon gegessen. Du sollst ihn doch so rumlaufen lassen, dass du cute Fotos machen kannst. Hallo, nicht ihm alle füttern, wir kriegen keine mehr. Ja, dann kaufen wir noch mal welche. Schau mal. Aber der arme Wurm auch. Der Wurm, das ist ein bisschen doof, weil die leben. Oha, oha, der geht voll ab. So, und jetzt kriegst du ihn raus, oder? Nee, ich fasse Aber du hast doch die Handschuhe angezogen. Ja, ich trau mich das nicht an. Also dann mach ich das. Was ist denn mit mir? Andrea. Der Kleine. So süß. Im Eagle Café. Jetzt bin ich glücklich. Achtung, er will runter, aber ich muss ihn nochmal gleich nehmen. Wo ist auch jetzt richtig? In die Ecke. Hallo, Igelchen. Er ist voll warm, gern, voll dick. Also, du musst es schon machen. Wo ist denn das Beinchen? Und er will nicht. Warte, er ich will die ganze Zeit durch. So. Ja. Ein Foto? Ein Foto? Okay, also erstmal Name, die Hinata. Hinata, die Hinata kriegt jetzt einen Wurm von mir. Upsala, der arme Wurm. Wie er alles. Ups, gell. Scheiße. Scheiße, schnell. Oh nein. Warte, oh nein, du hast den Wurm verloren. Ich hab den Wurm verloren. Da. Schnell. Hol dir den Wurm zurück. Hast du ihn? Schnell. Das ist ein Wurm. Da. Aber er ist richtig, sie ist richtig schnell. Er ist jetzt schnell gemacht. Oh, der hat den Wurm gefunden. Nam, 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 nam. Jetzt kannst du sie nehmen. Warum steht sie? Fahr nur von hier hinten. Nimm sie jetzt nochmal so, wie ich hatte. So, ne? Ja. Guck mal, ich könnte auch so einen Igel. Du bist Igelmama. Ich könnte arbeiten, aber sie will gar nicht. Du musst ihr einen Wurm geben. Komm, Hinata. Hey. Ui. Komm, hol's dir. Mist. Oh. Sie hat ja mit ihrem Fuß, hast du das gesehen? Ja, ja. Schlau. Hast du gut gemacht. Schmeckt dir der Wurm? So, Hina, der ist frei. Oh, Maus, die liegt da drin und hat die Beine gespreizt. Wie nochmal was? Mausi. Mausile. Oh, schon süß. So. Hallo, kleine Maus. Panda-Maus. Panda-Maus. Ja, für sie ist das Gehege wahrscheinlich riesig. Ja, im Vergleich zu dem Igel. Ich wollte mal einen Hamster haben. Ich weiß, ich wollte dir doch einen schenken. Stimmt, du hast mir einen Gutschein geschenkt für einen Hamster. Ja, warum kaufen wir den nicht endlich mal? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das doch nimmst. Die Andrea ist Mama. Oh, Vorsicht. Die Andrea ist Mama geworden. Hey. Mäuse-Mama. Mäuse-Mama, Panda-Maus.
süß. So, Andrea mit einem Igelchen. Hey, du kleine Maus. Oh, der ist auch irgendwie voll weich. Ich muss nur meine Hand mal größer machen, dass er mehr zum Laufen hat. Verrückt. Also herzlich willkommen in Japan. Es gibt nichts, was es nicht gibt und wir sind gerade in einem Igelcafé. Und hier sind lauter Igel. Da ist einer und da ist einer. Und die können wir alle rausheben mit Handschuhen und können mit denen spielen. Moderne Tierquälerei würde ich mal bezeichnen. Hier. Schau mal, die Andrea mit dem Igel. Und der hat auch Bock. Nee, der ist lieb eigentlich, ne? Der ist richtig lieb. Kann man da auch so antatschen? Ja, das sieht so lieb. Also, warte, ich touch dich. Der arme Igel. Mir tut er echt leid. Andrea wollte hier rein. Ja, also ich habe mich nur meinem Schicksal ergeben. Hallo, du bist mein Lieblingsigel. Du bist so süß, oh mein Gott. Hallo, süße Anzu. Du bekommst jetzt einen Wurm, also Experiment. Den quetsche ich jetzt. Oh Gott. Wollen noch ein bisschen lockern. Ups. Aber sie checkt es auch gar nicht. Oh, Scheiße, jetzt nicht. Egal. Aber wann denn? Sie riecht es gar nicht. Oh Gott, aber jetzt da. Hab dich. Hi! Hi, Atsu! Bist du aufgewacht? Guten Morgen, Wurm gegessen, lecker. Eins fragen wir gleich mal noch. Aber sind die Ruhe, die leben doch in der Freien, die waren auch alleine, oder? Ich bin die alleine. Weiß ich nicht. Wir können ja mal Igelologie studieren. Oh, schau mal. Sind die süß, richtig, ne? Süß. Dass man die so beobachten kann. Hallo, die heißt Anzu. Und Anzu heißt Aprikose. Aprikose. Ich will immer noch, dass du die auch anfängst. Nee, ich mag die nicht anfassen. Die soll hier, schau mal, wie sie sich wohl bei dir fühlt. Hi. Die Arme. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ah. Hallo, der hat ein Vivi. Ein Vivi hat er. Vivi. Oh. Ui, hat Genossen was gesehen. Er hat diese Steine rausgelassen. Die haben ihn gestört, die waren in seiner Nase. Hallo. Also für mich war es definitiv mal sehr interessant, Igel aus so einer Nähe zu betrachten. Und ja, es sind so unterschiedliche gewesen und die sind alle echt zuckersüß, muss ich wirklich sagen. Hallo süße Juri. Cutie. Du hast jetzt ungefähr 15 Mal das gleiche Video. Immer mit anderen. Hallo. Yeah, hello. Back from Igel Café. Ja, also unser Feedback, es war cool. Es war mal schön, den Igel so nah zu sehen. Also für mich ganz interessant jetzt gewesen. Es war auch, die sind auch süß, aber die sind nett. Ja. Es ist halt ein bisschen, also, die sind ja nachtaktiv, wir haben sie alle aufgeweckt, um denen Würmer zu geben. Ja, aber war mal cool, das ist Tokio, das ist Japan. Ja. Es gibt hier so viele Tiercafés, deswegen ist halt Japan. Aber Christian sagt, es war schon cool, aber ja, halt, sie sind so ein schon Igel süß, ist aber mir süß, aber schon die Leiden ein bisschen. Ja, nee, ist auch so. Aber wir haben nachgefragt, die sind natürlich auch Einzelgänger, deswegen die mögen das gar nicht so. Und ja, aber war jetzt cool. Und jetzt gehen wir was essen. Okay, für Chris gehen wir jetzt noch einmal über Shibuya oder nach zu Shibuya, ist eigentlich Hachiko. Schon da. Hachiko, ja. So, und wer ist Hachiko? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, habt ihr den Film schon gesehen? Hast du den Film schon gesehen? Ich habe den schon gesehen, ja, tausendmal. Ja. Mit Raffi, mit meinem Bruder, habe ich den immer angeschaut. Wir haben beide was zum Wasser geholt. Der ist so süß. Der ist süß. Shibuya. Und Chris ist mittendrin. Yeah. Chris? Im
immer voll das Event, über diese Kreuzung zu laufen, einfach weil es so cool ist. Es ist irgendwie voll die Partykreuzung. Also Musik ist ja auch übel laut. Ja, und immer schön. Ja, es ist noch bei der coolen Straße und jetzt gibt es Ham. Es zeigt jetzt Kostüme. Ganz, ja, Chris zeigt jetzt Kostüme und ein Katzencafé. Katzencafé warst du schon hier? Katzencafé war ich schon mal. Okay, jetzt gehen wir hier rein, mal essen, Abendessen. Good choice, yes or no? Ja, we try. Okay, aber wir gehen mal einfach rein. Hier ist auch schon ausgestelltes Essen. Okay, you can go. Okay, I can go. Hello. Hello. Ah, yeah, we can take away or eat here. Das ist halt geil, das ist doch typisch japanisch. Ja, ist richtig japanisch, richtig geil. Was ist auf? Ich habe meine Finger in dieses Ding da, diese Hundenapp reingestellt. Ist das Klipper? Für was ist das? Nee, das ist Wasser. Aber warum, weiß ich nicht. Okay. So, wir sind beim Nudelset. Tomato Curry gibt's auch. Sieht auch geil aus. Schau mal, da haben sie Deep Fried Shrimps, Deep Fried Chicken. Nochmal Nudelset und Limited Menü. Was gibt's Limited? Das, was ist das? Ah, sorry, Limited? Das sieht auch gut aus. Ah, sieht das, das da ist was Gutes. Ich habe jetzt Essen bestellt. So schön, wir haben jetzt hier Oolong-Tee bekommen. Das ist einfach irgendwie voll klassisch. Ich freue mich, dass wir jetzt so ein Restaurant bekommen. Wir sind hier in dem traditionellen japanischen Restaurant. Haben schon Oolong-Tee bekommen und jetzt dann noch ein kaltes, nasses Tuch. Frisches Tuch und dann? Das ist richtig geil hier. Ich freue mich richtig. Ich mich auch. Also ich freue mich eben jetzt schon, es ist irgendwie so Homesweet Home. Ja, nicht mehr gehabt, ja. Also richtig cool. Halt so special, so was anderes, außergewöhnlich. Ich habe noch einen Orangensaft bestellt. Und wir freuen uns jetzt auf das Essen und es geht bald wieder Dampfling. Orangensaft mit Wodka. Mit Wodka. Geil. So, das ist der erste Gang. Das ist Chris. Also Fried Dumplings sind es jetzt diesmal. Oh. Also mein Essen ist schon da. Einmal Fried Cheese Dumplings hatten wir jetzt alles noch nie. Du auch nicht, gell? Nee. Und dann hier mein Chicken. Das sieht richtig geil aus. Fried Chicken ist richtig geil. Das hatten wir noch auf. Guten Appetit, lass dir schmecken. So, wir sind jetzt hier lecker essen. Ich habe einmal Ramen bekommen. Und ich habe Rice mit Fried Chicken und Cheese Dumplings. Ich zeig's mal. So, ich kann's nicht mehr. Gieß rein. So, jetzt da. Wir freuen uns jetzt am Essen. Wir sind total hungrig. Lass uns jetzt schmecken. Also, wir sind jetzt fast zu Hause. Wir verabschieden uns schon mal, weil Chris ist so müde. Er war jetzt 33 Stunden wach. Nonstop. Aber es war so schön, Chris. Ich wünsche dir morgen einen schönen Tag. Danke. Und jetzt gehen wir auch zurück ins Hotel. Wieder nach einem richtig tollen Tag. Wir haben 9:30 Uhr, wir waren den ganzen Tag heute unterwegs und es war so, 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 so schön. Ich sag's euch, es war richtig perfekt. So toll einfach, dass Chris und ich uns in Tokio gesehen haben. Das letzte Mal war ja Peking, glaube ich. Miami wäre gewesen, aber dann kam Corona und in LA waren wir auch schon zusammen. Ja, das sind, glaube ich, die. Und jetzt haben wir Tokio auf unserer Liste. Richtig cool. Ich habe sogar mal wieder 2 Starbucks-Tassen gekauft. Die zeige ich euch morgen. Ich mache mich jetzt direkt bettfertig, gehe direkt schlafen, weil wir morgen früh schon den Rückflug haben. Ich melde mich aber morgens noch mal kurz. Ich will nur jetzt einfach direkt schlafen. Es war richtig toll. Also wirklich, das Museum war der Hammer.
Das war noch gut. Also es war alles, Essen war richtig geil, das mit den Igeln. Ja, war cool zu sehen. Auch Chris hat gesagt, es war cool, mal gesehen zu haben. Und die Igel echt richtig süß. Also sie sind echt süß. Ich habe noch nie einen Igel so nah betrachtet. Wir haben schon mal ein paar eingefangen, weil die bei uns im Garten waren und haben die dann im Wald freigelassen. Aber so genau betrachtet habe ich die natürlich noch nie.